Manchmal geht das sehr schnell und dann denkst du am Anfang, du bist da auf was gestoßen, wo du jetzt gerade voll besonders bist. Mhm. Und am Ende merkst du, Digga, ich bin schon einer, der relativ spät auf den Train aufgesprungen ist, aber in meinem Umfeld war das nur noch keiner. Dadurch wirkte das für mich so, als ob ich der Erste wäre, aber ich war nur der Erste aus meinem persönlichen Umfeld, aber in echt geht der Train gerade schon voll ab. Aber es gibt, auch das, wo es halt wirklich so ist, dass es wirklich so langsam rollt und man einer der Ersten auf dem neuen Train so ist. Mhm. Und ich kann mir tatsächlich vorstellen, deswegen hier meine Prediction für die Future, dass es mit Zigarren so ist. Ach. Und zwar, weil es gibt ja einen Grund, wie ich darauf aufmerksam geworden bin. Es gibt bestimmt auch ein paar andere Leute so. Wir beeinflussen ja zum Beispiel auch unseren Freundeskreis. Unser Freundeskreis ist zu dem Thema generell nicht abgeneigt, was ja zeigt, dass jetzt auch andere Mitte-20-Jährige so generell ein bisschen Interesse daran haben. Und das gar nicht so abwegig ist, zum Beispiel, dass man zum Beispiel Zigarren smoked, auch wenn man nicht in diese, wie gesagt, Stereotypen, die wir gerade aufgezählt haben, so reinfällt. Mhm. Aber ich kriege das auch hier und da mit. Zum Beispiel, als ein Beispiel, so, ich gucke mir aktuell diese Michael Jordan-Dokumentation an, The Last Dance. Die gucke ich mir aber jetzt erst an. Also die habe ich vor 3 Tagen die erste Folge geguckt. Und jetzt haben wir halt Februar 2022. Viele haben die aber schon vorher geguckt. Ne? Ja. Und Michael Jordan ist jemand, der auf jeden Fall viel Zigarre raucht. Und der auch da bei dem Interview, wo der heutzutage halt jetzt im aktuellen Alter so hockt und Zigarre pafft und dabei, glaube ich, ein Glas Rum oder so trinkt, würde ich schätzen. Aber es gibt auch Bilder von dem, dass der früher Zigarre gesmoked hat. Und generell diese ganze Team, diese Chicago Bulls, wird auch so ein bisschen dargestellt, dass eine Szene war, dass so ein Teamkollege von dem aufs Hotelzimmer kam und dem dann eine Zigarre gepafft hat oder so. Das heißt, damals war das für die so ein Ding. Und ich glaube generell, wenn du jetzt so mit dieser Ikone Michael Jordan konfrontiert wirst und siehst, der pafft Zigarre, erweckt das bei dir auch dieses so Neugier so ein bisschen zu dem Thema. Und weil zum Beispiel. Weil das eine Persönlichkeit ist, ne? Genau. Das so ein bisschen auch weitergibt. Sind wir jetzt natürlich wieder ein bisschen mit diesem Nachjagen-Thema. Ja. Aber das würde ich jetzt nicht so sagen. Ja. Das ist halt auch vielleicht Inspiration. Das ist jetzt nicht, bin wie Michael Jordan, weil ich den Zigarre auch. Also vielleicht auch generell ein bisschen vermischt sich das alles. Aber zum einen. Und zum anderen. Also da kann ich es mir sehr gut vorstellen, dass es vielleicht ab und zu mal so irgendwie so eine, ein Ding. Zum anderen zum Beispiel habe ich jetzt gehört, der Quarterback der Cincinnati Bengals, die jetzt im Super Bowl stehen, je nachdem wann die Folge hochgeladen wird, ist der Super Bowl eventuell wahrscheinlich schon vorbei. Oder die Folge wird sogar am Super Bowl Tag hochgeladen, kann auch sein. Aber der pafft nach einem Sieg auch gerne eine Zigarre. Und der ist gerade mal 23 oder 24, glaube ich. Oder vielleicht, oder 25. Also der ist so ungefähr so, also der ist auch Anfang bis Mitte 20. Und der macht das zum Beispiel auch gerne. Und irgendwie wurde mir, als ich das so gehört habe, so klar, dass das vielleicht wirklich so ein sehr langsam anrollendes Movement ist. Auch, es geht ja auch so ein bisschen dahin, so, ich meine jetzt auch, was Kleidung zum Beispiel angeht, geht es so in so eine Vintage-Richtung. Viele gucken so auf die Vergangenheit in vielen 80er Dingen. 80er und so, genau, ich habe generell so das Gefühl, dass viele Sachen oder dass viele Leute so ein bisschen so, oder dass die Menschheit generell in einer gewissen Art und Weise wieder so ein bisschen zurückguckt, ein bisschen nostalgisch wird, immer wieder so nostalgische Hypes aufkommen, wie zum Beispiel mit Pokémon-Karten als Beispiel. Da kam so ein Hype für diese Nostalgie von alten Shit oder auch anderem alten Shit. Was vielleicht daran liegt, dass diese heutige Gesellschaft so krass connected und beschleunigt ist, immer erreichbar, dieses, was einem so ein bisschen... So dieses hektische Leben hat und dass die Vergangenheit, ich glaube, also was ich persönlich immer an der Vergangenheit so interessant finde, ist dieses, das Leben wirkt ein bisschen langsamer, und genügsamer. Und ich glaube, das fielen viele. Und zum Beispiel Zigarren waren früher deutlich populärer und diese Zigarren, den könnte auch so ein Vintage-Revival sein, was ja auch jedes Mal, wenn du eine Zigarre smokst, weil die groß ist, du brauchst eine gewisse Zeit hier zu smoken, entschleunigt die den Moment. Ja, stimmt. Ja. Und das ist genau zum Beispiel etwas, was dir das Gefühl gibt, was du eigentlich, was viele, glaube ich, in diesem hektischen Alltag heutzutage erreichen wollen. Und was ich zum Beispiel auch sehr nice finde. Das ist eine interessante Herleitung auf jeden Fall. Ergibt alles Sinn. Sehr schlüssig. Könnte sein, ja. Und ich meine, alleine, dass wir treten ja das Movement breit, weil wir der übelst heftige Podcast sind und mit so einer übelst großen Eigenschaft und alle beeinflussen, so ich meine. Dann gegen unseren Einfluss ist Justin Bieber gar nichts. Ja.
Würde mich nicht wundern, wenn in zwei Wochen jeder mit diesem Hemd hier rumrennt. Mit diesen Brillen. Ja, Mann.